Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier bei mir auf meinem Kanal. Hallo! Ich hatte eine ziemlich coole Idee letzte Nacht. Also ich weiß, dass es früher solche Videos gab, die hießen YouTuber made me buy it. Also sozusagen, dass man Produkte von einem YouTuber kauft, die empfohlen haben. Aber meistens waren keine Placements, sondern waren es irgendwie Hauls, die gesagt haben so, hey, das ist eine coole Maske und kauft euch die Maske, whatever. Heute, ich weiß es nicht, ob es sowas schon gibt. Ich habe es, wie gesagt, noch nie gesehen. Es kann sein, dass es schon 1000 Videos davon gibt. Wirklich, ich schwöre, ich weiß es nicht. Aber ich hatte irgendwie Bock darauf, einfach mal bei Instagram rumzuscrollen und bei den Leuten, denen ich folge, einfach mal zu gucken, was sie gerade bewerben. Ich mache ja selber Placements von Marken, wo ich hinterstehe und wo ich wirklich sagen kann, es ist eine coole Marke, ich kann es wirklich empfehlen. Und ich hatte heute irgendwie einfach Bock, ein Video darüber zu machen, wie ich einfach mal über Instagram Stories gehe und über ein paar Posts gehe und die Sachen, die mir in 10 Minuten alle vorgestellt werden und beworben werden, werde ich kaufen und die werde ich dann testen, wenn sie dann irgendwann mal ankommen. Also ich werde jetzt einfach auf Instagram gehen und gucken einfach bei den Leuten, denen ich folge, was sie jetzt gerade bewerben. Mit Rabattcodes, ohne Rabattcodes. Und ich bin voll gespannt. Also ich bin echt gespannt, was da jetzt irgendwie alles auf mich zukommen wird und ob da irgendwas Cooles dabei sein wird, was ich gar nicht kenne. Und ich würde einfach mal sagen, let's shop. Okay, es ist ein Termin frei geworden. Eigentlich müsste ich jetzt bei Diego anrufen und sagen, ich nehme einen Termin, oder? 13:45. Leider nicht. Leider habe ich da ein Dougie Shop Shooting. Deshalb kann ich da leider nicht hin. Aber ich müsste es eigentlich machen. Eigentlich sind die Regeln so, dass ich jetzt anrufen müsste und sagen würde, hey, it's me. Ich nehme einen Termin, obwohl ich nichts machen muss. Aber hey. Da haben wir doch schon das erste. Kale and Me. Von der lieben Lee Honey. Sie macht mir die Nägel. Dann gehen wir mal auf Kale and Me. Und einfach mal auf deren Website. Weil ich muss es ja jetzt kaufen. Okay. Ah, okay. Es ist die Saftkur. Dann nehmen wir doch einfach mal... Ach, scheiße. Wie geht denn das? Ich mache das so selten am Handy. Ich mache einfach die Saftkur. 6er Saftpaket für 27 Euro. Okay. In den Warenkorb. Muss ich mir halt jetzt bestellen. Ich bin Privatkunde. Frau. Standardversand, Expressversand. Okay, kommt am gleichen Tag an. Alles klar, vielen Dank für deine Bestellung bei Kale and Me. Gut, das heißt, meine erste Bestellung ist gemacht. Machen wir mal weiter. Jetzt Coupon sichern. Okay, es hat mir aber kein Influencer jetzt beworben, sondern es ist Werbung. Hallo, Influencer, sonst macht ihr doch auch immer Werbung. Wo seid ihr? Hallo, das ist gerade echt ernüchternd. Der ist echt cool. Du hast auch hier schon chilligen Pulli an. Okay, Lalu Design. Ich glaube, ich habe sogar was von dem. Ich habe mal was von denen zugeschickt bekommen. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Seite und werde mir jetzt einfach was bestellen. Vielleicht sogar den Pulli, den Diana anhatte. Oh Gott. Shop? Ich glaube, das war der. Oh! Der kostet 129 Euro. Oh. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist dann schon ein bisschen viel. Nee, das ist mir dann schon ein bisschen zu teuer, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Okay, Patricia Palme bewirbt gerade Baby Young Care. Haben Sie eine Website? Das waren hier diese neuen Duschgele, glaube ich. Online shoppen. Sehr gut. Zum Online-Shop. Dann machen wir das doch über Amazon. Hallo, ich brauche nur eins. Was ist das denn? Ihr wisst gar nicht, wie ich es hasse. Am Handy online zu shoppen. Boah, ich find's so scheiße. Zartpflege. Habt ihr vielleicht nur ein Produkt, was man kaufen kann? Nein? Zartpflege-Reinigungstücher? Kenne ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich werde jetzt einfach mal hier einmalige Lieferung in den Einkaufswagen. Ist bestellt. Okay. Next. Banana Beauty. Habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Okay, kann man ein Set bestellen? Ich will aber nur eins. Presale. Stark. Boah, ist aber teuer. Oha, stark limitiert. Okay, ich werde den jetzt einfach mal. Obwohl, nee, die Farbe sieht nicht schön aus. Squat Goals. Werde ich jetzt einfach mal bestellen. Aber ich finde schon. 24,99. Das heißt, ich gehe jetzt zur Kasse und werde mir
den Lippenstift bestellen. Yay! Vielen Dank für deine Bestellung. Deine Bestellung ist eingegangen. Sehr gut. Geil. Das neue Parfum von Kim Kardashian und Kylie Jenner. Ich habe tatsächlich schon mal Parfum von Kim gekauft und der war sehr, sehr gut. Das waren diese Herzchen, wo man die auch damals zerschlagen konnte als PR-Paket. Kannst du denn vielleicht einen Link einfügen, liebe Kim, damit ich das direkt shoppen kann oder eher nicht so? Sign up to... Oh nein, die sind ausverkauft. Oh schade, die kann man doch gar nicht bestellen und ich müsste mich erst registrieren. Dann nicht. Purelei. Liz Dinner. Okay. Dann werde ich doch mal jetzt Schmuck shoppen. Boah, es ist echt anstrengend, am Handy irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, möglichst lieber am PC Bestellung zu machen oder am Handy, weil ich hasse es, am Handy zu machen. Das ist schön. Das Armband ist sehr, sehr schön. Das werde ich jetzt, geringe Stückzahl, in den Warenkorb. Aber der sieht schön aus. Der Ring, Kanani-Ring. Oh, das ist schon ausverkauft. 5 verbleibend, ja, dann ab, schnell in den Warenkorb. Yay, woo! Okay, meine Bestellung ist durchgegangen. Ich glaube, ich habe jetzt 4 Sachen gesehen und bestellt. Und jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Sachen ankommen. Und dann melde ich mich wieder, wenn die Sachen da sind und werde sie zusammen mit euch testen, ob sich das überhaupt lohnt. Deshalb, bis gleich. Welcome back! Es sind 3 von 4 angekommen. Zu einem werde ich gleich noch was sagen, warum es nicht angekommen ist. Aber ich bin sehr gespannt. Und wir fangen auch direkt mit dem ersten Paket an, was ich bestellt habe. Und zwar war das Kyle & Me. Und zwar kamen da 6 Säfte an. Mit jeweils Nummern, also 1 bis 6. Und das ist eine Saftkuh, die man halt einen ganzen Tag lang machen kann. Das heißt, man würde sich einen Tag lang nur von Säften ernähren. Ist jetzt nicht so meins. Ich werde jetzt aber alle probieren und natürlich werde ich auch alle austrinken. Jetzt nicht alle an einem Tag nur Säfte trinken. Das ist nämlich nicht so meins, aber probieren wir mal. Alright, der erste hier ist Pamela. Und ist die überhaupt noch gültig? Ja, 23.10. Und zwar kam die ganz cool an und zwar in so einer sehr ökologischen Holzbox. Und ich probiere mal den ersten. Der erste ist mit Ananas, Apfel, Gurke, Zitrone und Minze. Ja. Schmeckt aber gar nicht so schlecht. Schmeckt besser, als es aussieht. Das hier ist der zweite und zwar nennt er sich Katie Carrot mit Karotte, Apfel und Zitrone. Jetzt nicht so der Karottenfan, aber lass mal probieren. Oh, ist es überhaupt noch gültig? Ja, ist noch gültig. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich hätte echt gedacht, die schmecken ein bisschen ekliger, aber die schmecken echt gut. Nummer 3 ist auch noch gültig. Sieht sehr appetitlich aus. Ananas, Spinat, Avocado und Zitrone. Der ist auch ein bisschen dickflüssiger als die anderen. Also kommt mir jedenfalls so vor. Probieren wir auch mal direkt. Das riecht wie Babybrei. Oh Gott. Oh nö. Nummer 4. Rosy Roots mit Apfel, Karotte, Rote Beete, Ingwer und Zitrone. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal so eine Saftkuh gemacht habt. Also das ist wirklich gar nichts für mich. Vielleicht sind die ein oder anderen Polen oder Russen unter euch. Vielleicht kennt ihr Barszcz. Das riecht genauso. Schmeckt auch so. Der 5. Drink nennt sich Calvin Kale. Richtig kreativ. Mit Grünkohl, Gurke, Spinat, Apfel, Stauden, Sellerie und Zitrone. Geil, das ist voll mein Ding. Richtig mein Ding. Und schmeckt tatsächlich auch besser. Also der schmeckt auf jeden Fall besser als der. Und zu guter Letzt, ich glaube, obwohl 4.9., wir haben heute den 9.9., der ist seit 5 Tagen abgelaufen. Der sieht auch nicht mehr so, also der sieht zwar hier nur weiß aus, aber der ist irgendwie unten ein bisschen bläulich. Ich weiß nicht, ob ich ihn trinken sollte. Ich mache ihn mal auf. Oh, kam auch schon ein kleiner Druck raus. Oh no. Der ist abgelaufen. Oh Gott, stinkt das. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Das war meine erste Bestellung von meinem ersten Influencer. Jetzt geht's aber zum zweiten Paket. Und zwar habe ich hier einen Umschlag bekommen von Purelei oder Purelei. Ich habe da ein paar Sachen bestellt. Das kam auch eigentlich relativ zügig an. Ich glaube, das hier ist aus der Kollektion von Liz. Das ist schön. Eine richtig süße Box und da ist so ein Ring drin. Und der sieht echt schön aus. Und ich ziehe den auch direkt mal an.
den Ringfinger. Oh, der ist echt schön. So, next haben wir hier auch, oh, das ist aber schön. Auch was aus der Kollektion von Liz Keber. Auch eine sehr, sehr süße Box. Und hier drin ist das Armband, glaube ich. Bin mir nicht mal ganz sicher, was ich da bestellt habe. Ich glaube, es ist ein Armband. Oh ja, es ist ein Armband. Oh, schaut mal, wie süß. Passt perfekt zum Sommer. Der Sommer ist zwar schon fast vorbei, aber... Naja, tun wir mal so, als ob wir noch Hochsommer hätten, ne? Jetzt natürlich wieder der Struggle, sich ein Schmuckstück alleine anzuziehen. Geil, liebe ich ja. Ich glaube, hätte ich Eugen nicht, würde ich auch echt ohne Schmuck die ganze Zeit rumlaufen, weil ich es einfach nicht hinbekomme. Ist leider nicht angezogen, ich bin einfach zu dumm dafür. Deshalb zeige ich es euch so. Sieht aber sehr, sehr süß aus. Es waren aber noch das hier dabei, das ist so ein Haargummi. Und noch drei weitere Haargummis. Jetzt komme ich zu meiner Bestellung von Banana Beauty. Ich habe ja die Lippenstifte bestellt und die waren ja noch verfügbar und ich habe sie bestellt. Und ich warte und warte und warte, warte und warte, bis das Paket ankommt und es ist die ganze Zeit nicht angekommen. Bis ich dann irgendwo in meinen Mails rumgekramt habe und dann irgendwo zwischen den 1000 Newsletter-Mails von Banana Beauty dann eine Mail gefunden habe, wo dann drin stand, hey, sorry, die Sachen sind oder waren ausverkauft. Die kommen leider erst in 6 Wochen wieder. Und ich so, cool. Dann habe ich die Bestellung storniert. Es wäre bestimmt angekommen, ne? Aber es war mir dann ehrlich gesagt dann doch ein bisschen zu lang. Deshalb habe ich die Bestellung abgebrochen. I'm sorry, ich bin so Allmann. Es tut mir sehr leid. Aber ich habe das Geld auf jeden Fall auch rückerstattet bekommen, also da war der Kundenservice zum Glück gut. Aber jetzt kommen wir zum letzten Paket. Und zwar das letzte Paket, das waren ja Produkte von Baby Young Care. Und da habe ich mir allen Ernstes ein 6er-Pack Zartpflegetücher für Babypopos gekauft. Also ich denke, alle werde ich jetzt nicht benutzen. Ah nee, da stehen von Kopf bis Fuß, nicht nur für den Popo. Ich denke, 2, 3 werden wir behalten, aber die restlichen werden wir dann Paula geben. Für den kleinen Leo. Weil so viel Tücher fürs Babypopo brauchen wir jetzt nicht. Aber zum Abschminken ist das, glaube ich, ganz gut. Sehr schön. Baby, da müsst ihr aufpassen. Es ist leider hier schon offen. Nicht, dass da Keime reinkommen, will ich ja nur mal gesagt haben. Reinigungstuch. Riecht wie ein Reinigungstuch und reinigt bestimmt auch ganz gut. Ich kann es halt jetzt schlicht testen. Riecht ganz gut. Werde ich auf jeden Fall weitergeben, weil ich kann da jetzt nicht so viel mit anfangen. Aber gut, dass die Challenge war ja 10 Minuten alles kaufen, was Influencer mir empfehlen. Und das war unter anderem auch dabei. Das heißt, das war es dann jetzt auch schon mit allen meinen bestellten Produkten, die mir Influencer 10 Minuten lang empfohlen haben. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben geben, falls ihr gerne noch einen Teil sehen wollt, weil mir hat es echt Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen enttäuschend, dass eine Bestellung nicht angekommen ist, aber... Beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Deshalb gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr noch einen Teil haben wollt. Und ich würde damit auch sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Fühlt euch alle geknutscht und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.